Es ist wieder Zeit. Hallo, ich bin der Jutlu und ich begrüße euch ganz herzlich zum Ankündigungsvideo der zweiten Auflage der PokéM, der PokéM 2021, die bald auch auf diesem Kanal starten wird. Die PokéM ist ein Poketuber-Projekt, das ich auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit dem guten Batzi und dem lieben Mr. Diesblick, den ihr vielleicht nur als Blackie kennt, leite. Falls du noch nicht aus dem letzten Jahr weißt, um was es sich bei der PokéM handelt, will ich es dir kurz erklären. Vorab, die PokéM findet auf Pokémon Showdown statt, damit wir den kompletten Nationaldecks nutzen können. Angelehnt an die Fußball-EM, die jetzt bald startet, wollen wir dort eine Europameisterschaft in Pokémon austragen. Was bedeutet das? Ganz einfach. 24 Poketuber treten in 4 Sechsergruppen gegeneinander an. Jeweils die zwei Gruppenbesten schaffen es anschließend in die Playoffs bzw. in die K.O.-Phase, wo dann der Sieger der PokéM ausgemacht wird. Das Besondere daran? Die Teilnehmer draften sich keine eigenen Teams, sondern bekommen eins von 24 europäischen Ländern zugelost. Alle nicht gebannten Pokémon haben wir möglichst passend und möglichst ausbalanciert auf diese Länder aufgeteilt. Jeder Teilnehmer hat dann seinen eigenen Pool aus Pokémon, aus dem er dann sein Team bestehend aus 11 Pokémon nominieren kann. Wie in einer echten Fußballmannschaft sind die Pokémon aber auch auf Positionen aufgeteilt. Jeder Teilnehmer muss also auch darauf achten, dass sich in seinem Team genau ein Torhüter, 2-4 Verteidiger, 2-5 Mittelfeldspieler, 0, 2 oder 4 Flügelspieler und 1-3 Stürmer befinden. Außerdem darf jeder Teilnehmer einen Teamkapitän bestimmen, der die Mega-Entwicklung durchführen darf. Neu in diesem Jahr? Jedes Pokémon besitzt neben seiner Erst- auch eine Zweitnationalität. Pokémon, die nicht zu Beginn der PokéM in den Kader ihrer Erstnation berufen wurden, können vor der K.O.-Runde vom Coach ihrer Zweitnation nachnominiert werden, wenn sie dafür ein Pokémon aus ihrem bisherigen Kader werfen. Hier dürfen die Teilnehmer bis zu 5 Wechsel vollziehen. Weitere Infos und Regeln sowie die genauen Aufteilungen der Pokémon findet ihr im Google-Dokument in der Videobeschreibung. Auf welche Nationen wurden die Pokémon denn jetzt aufgeteilt? Die ersten 16 Teilnehmernationen konntet ihr auf Twitter selbst mitbestimmen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen, um nichts mehr zu verpassen. Die 24 Nationen der PokéM 2021 sind Belgien, Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, die Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Spanien, Türkei, Wales, Irland, Kroatien, Nordmazedonien, Portugal, Schottland, Schweden, die Schweiz und Tschechien. Noch viel wichtiger sind aber natürlich die Teilnehmer. Die 24 diesjährigen Teilnehmer sind Anotsumare, Barry D. Sinnohspeed, Batzi, Blacklink, Blocky, Cringe, El Scizor, Electek 9, Frufu, Heiji, Kentakio, Kiltane, King Blex, Maxi, Mindtube, Mr. Diesbig, Nils Lux, Pop Galaxy, Rudelrocker, Shatterick, Thais, The Sane, Yamari und ich, Jutlu. Eine Menge nicer Teilnehmer also. Anstelle eines Draft-Streams wird am Samstag, dem 29.05. um 15 Uhr auf meinem YouTube-Kanal ein Auslosungsstream stattfinden, bei dem jeder der Teilnehmer seine Nation zugelost bekommt und außerdem die Gruppen ausgelost werden. Eine Woche später, am 5. Juni, werdet ihr dann auf einigen Kanälen Teamvorstellungen vorfinden. Und eine weitere Woche danach beginnen mit der tatsächlichen Fußball-EM auch unsere Spieltage. Und falls du auch Lust hättest, an einer PokéM teilzunehmen, gute Nachrichten! Wie im letzten Jahr findet eine Community-Version der PokéM statt, für die sich jeder anmelden kann. Den Link zu dem Discord-Server, auf dem ihr euch dafür anmelden könnt, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Das war's dann auch endlich. Die anderen Teilnehmer und ich sind hyped auf die diesjährige PokéM. Ihr hoffentlich auch. Wir freuen uns darauf, euch bei den Videos und im Auslosungsstream wiederzusehen. Bis dahin und tschüss.